Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Ich werde 10 Bewertungen durchführen für die Spiele Pokémon Go, Harry Potter Visits Unite und Ingress Prime. Wie wir hier sehen, bin ich aktuell hier mit meiner Statistik. Oh, wir haben jetzt mittlerweile 3 doppelte Vorschläge. Ja, so langsam wird das mal was. Es gab ja tatsächlich welche in den letzten Folgen, die wirklich eindeutig Duplikate gewesen sind. Aber gut, wollen wir loslegen, nicht lange rumreden, sondern gleich los. Okay. Eine sehr interessante Benamung. Es ist aus Belgien. Okay. Es ist eine Art Windrad, sehr künstlerisch. Schade, dass man nicht so hundertprozentig sehen kann, was es genau ist. Also was ist jetzt hier auf dieser Rückseite vielleicht drauf? Ist das ein Hinweis, wo es als nächstes hingehen könnte? Das Umgebungsfoto ist sehr gut. Man kann hier sehr gut erkennen, was es kann. Vielleicht steht da ja auch gar nichts drauf. Könnte ja auch sein. Es ist auf jeden Fall sehr öffentlich zugänglich. Es ist auf jeden Fall etwas, das man sich angucken sollte. Also ich finde, das ist so ein kleines Juwel quasi. Künstlerisch, kleines Juwel, 5 Sterne. Ich denke, der Titel wird schon passen. Gibt es das vielleicht schon? Nein, nein. Es sieht auch nicht nach Massenproduktion aus, also von daher passt das auch. Und historisch, kulturell. Ja, es ist Kunst. Optisch einzigartig. Optisch einzigartig. Ja, doch, doch. Es waren jetzt nicht ganz, ganz, ganz viele Windräder da in dem Ort. Also von daher passt das auch. Sicher zu erreichen. Ja, haben wir gesehen. Ist auf jeden Fall sicher zu erreichen. Wir haben sogar noch ein Street View. Können wir uns das nochmal ansehen. Dass es vielleicht nicht irgendwie ganz, ganz, ganz viele davon gibt oder so. Nee. Ich denke, das passt. Sehen können wir es auch, 5 Sterne. Gibt es irgendwie Windräder? Windmühle gibt es? Ich würde das als Skulptur bezeichnen. Kunstwerk, Objekt, Skulptur. Und absenden. Das war das erste. Kommen wir zum zweiten. Was haben wir hier? Was ist das? Was soll das sein? Eine Wassertretanlage. Eine Wassertretanlage. Also ausgeschildert ist es. Eine Wassertretanlage. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Fluss, aber anscheinend ist es nicht so. Grillen verboten, Ausfahrt freihalten. Wir vergrößern das Ganze nochmal. Machen aus S0 am Ende von der URL einfach eine 1000, damit wir das Bild uns ansehen können. Ja, richtig ranzoomen kann man hier leider nicht. Ich hätte gerne das Schild besser gelesen, aber okay. Auf dem Schild steht Wassertretanlage. Ist das aber was? Nee, ich kann echt nicht erkennen, was das heißen könnte. Nee, ich kann anhand der Buchstaben jetzt nicht wirklich erkennen, welche Wörter da noch weiter draufstehen. Irgendwas mit Gemeinschaft. Der Dorfgemeinschaft. Grillen verboten. Steht da ein Grill? Grillen verboten? Da steht ein Grill? Nee, oder? Oh, komm. Okay. Wassertretanlage. An für sich finde ich es gut. Das Schild musste sein, sonst hätte man das eh nicht erkannt. Also von daher kann man das Bild auch nicht besser bewerten, nicht schlechter, unbedingt schlechter bewerten. Man kann auch nichts dafür, dass die kein schöneres Schild dahingestellt haben. Ein schwarzes Watten durch die Egau. Ja, das Bild ist jetzt nicht wirklich hilfreich.
Man kann die Hosenbeine hochkrempeln und durch das kühle Nass laufen. Aha. Also es ist doch ein Fluss. Aber man soll oder kann anscheinend dort seine Füße ins Wasser halten oder durchlaufen. Es ist übrigens zwischen Stuttgart und München, hier in der Nähe von Augsburg und Ulm. Wenn wir mal wissen, wo das so ungefähr ist. Es ist kein Duplikat. Ich finde, es geht in Richtung touristische Attraktion. Man kann da was erleben. Ja, also es ist ausgeschildert, historisch-kulturell. Würde ich schon sehr hoch ansehen. Optisch einzigartig. Wir sehen hier nichts Vergleichbares. Also 5 Sterne. Sicherer Zugang. Ja, also das hat man eigentlich schon gesehen, dass das sicher zu erreichen ist. Also das sind Wanderwege oder so. Schade, auf den Street View kann man nur den Fluss sehen, mehr aber auch nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es dort ist. Also 3 Sterne ist dann auf jeden Fall okay. Wie betiteln wir das jetzt? Das ist eine gute Frage. Also was für eine Kategorie? Es ist eine Touristenattraktion, aber Attraktionen gibt es nicht. Leider. Oder auch was in den Richtlinien drin steht, dass es irgendwie ein Juwel ist oder verstecktes Juwel. Das gibt es alles nicht als Kategorie. Wenn wir es genau nehmen, ist der Fluss Natur. Ja. Aber aus irgendeinem Grund haben sie hier ein Schildchen gestellt, dass man hier was erleben kann. Nee. Okay, ich finde leider nichts und deswegen sendet man es einfach so ab. Okay, schauen wir uns das nächste an. Das nächste, Bertholdsbrunnen. Eine Bearbeitung. Okay. Wähle einen genaueren Standort aus. Okay. Da 2 unterschiedliche Punkte in der Nähe von der Statue sind, hätte ich gesagt, okay, dann halt dorthin. Vielleicht ist es ja heute hier auf der Straße. Hoffen wir mal, dass das hier weiterhilft. Das ist übrigens in Freiburg, mitten in der Innenstadt. Da sind eigentlich so viele Portale drumherum, dass ich mir nicht mal vorstellen kann, dass diese Verschiebung überhaupt etwas bringt. Da es aber wichtig wäre, sowas immer zu wissen, sollten wir uns doch vielleicht die S2-Zellen angucken. Die S2-Zellen. So, und dann wollen wir... Wir wollen Level 17 Zellen. Da wird entschieden, ob aus einem Portal. Wir wollen bewegen, wir wollen das klein haben. Ich würde gerne mal ausprobieren, ob wir doch irgendwie an die Koordinate drankommen. Ich kopiere die oben aus der Zeile raus, das seht ihr nicht. So, und versuche das mal hier einfach hier reinzufügen. Funktioniert überhaupt nicht. Warum auch immer. War das mit Komma getrennt? Nein. Achso, ich habe übersehen, dass das ein bisschen mehr ist. Ich versuche es nochmal mit Komma. Nein, er macht automatisch aus dem Komma ein Leerzeichen. Okay. Ja, hier ist nämlich ein Komma drin gewesen. Der ist aber nicht Minus. Wieso Minus? Na, wir kommen der Sache ein bisschen näher. 7.8. 3.9. Warum machst du sowas? Er übernimmt auch einfach nicht das, was ich da eingetragen habe.
Ups. So, wir bleiben auf Karte. Wir bleiben auf der Einstellung Karte, stellen wieder die Zellen richtig ein, verschieben. Naja, zumindest sind wir jetzt mal ein bisschen, wenigstens noch ansatzweise in Richtung Europa gelandet. Freiburg. Altstadt, oder? Ist das die Altstadt? Achso, ich habe das hier auf Google Maps ja auch drin, Karte. Ja, das ist in der Altstadt. Und den Bertholdsbrunnen findet man normalerweise wunderbar. Ja, hier. Okay. So. Bisschen wieder raus vielleicht. Wir machen die Markierung an. Markieren die Stelle, die uns interessiert. Okay. Dann gehen wir auf Satellit. Weil über Satellit kann man erkennen, wir brauchen eine gerade Ansicht bitte, können wir erkennen, wo der Strich durchgeht. Ah ja, okay. Sehr interessant. Die Grenze läuft eigentlich da. Das Problem ist jetzt aber, wir wissen nicht, in welcher Zelle schon Portale drin sind. Ja? Wir wissen nicht, ob in dieser Zelle schon welche drin sind. Wir wissen nicht, ob in dieser Zelle schon welche drin sind. Es ist tatsächlich so, dass der eine Standort in der einen Zelle ist und die anderen zwei Standorte in der anderen Zelle ist. Man sieht es hier sehr deutlich. Ich bin aber eigentlich der Meinung, dass es in Freiburg so viele Portale gibt, also Wayspots, dass das hier keinen Unterschied macht. Dass in dieser Zelle auf jeden Fall schon ein Wayspot ist und dass in dieser Zelle schon ein Wayspot ist und dass es eigentlich egal ist, wo man es hinschiebt. Um das jetzt nachzugucken, müsste ich auf die Intel-Map gehen. Und ja, da gehe ich irgendwie nicht so gerne drauf, weil man dann immer etwas sieht, also etwas zu viel sieht. Also zu viel sieht. Man, wenn ich auf die Intel-Map gehe, sieht man immer persönliche Daten, die keinem was angehen. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie verhindern kann. Ob das hilft. So, also ingress.com, Intel-Map, einloggen. So. Versuchen wir es mal so. Also, Freiburg. Freiburg Altstadt. Okay, da sind wir. Wir machen ein bisschen auch gleich Satellit an. Ich gehe davon aus, das ist der hier. Genau, da ist es. Es ist sogar heute schon der Straße. Und wie man eigentlich ziemlich deutlich sehen kann, ist hier drüben ein Wayspot und hier ist ein Wayspot. Also wir haben hier etwas, also das ist völlig egal, ob das verschoben wird oder nicht. Wir schauen uns das hier nochmal an. Wenn man sich mal ansieht, also wenn wir mal rauszoomen, wie groß so eine Zelle ist. Was soll denn das jetzt bitte? Schade. Er hat es uns wieder kaputt gemacht. So.
So, wenn man sich mal anguckt, wie groß so eine Zelle ist, das ist Wahnsinn. Das ist das, was so schwierig, was die Sache so schwierig macht. Wenn man schaut, also hier, wir haben zum Beispiel diese Markierung hier, diese interessante Bodenmarkierung oder künstlerische Steinverlegung. Und ja, genau da ist quasi ein Wayspot, also in diese Zelle gibt es schon etwas. Ich zoome mal hier ein Stück raus. Wenn denn mal bitte die Musik da weggehen würde. Jetzt geh doch da weg. So. Ne? Also hier ist schon ein Wayspot. Das heißt, die Zelle ist schon belegt. Und wenn man hier unten schaut, nach da unten, da bei den Bäumen. Ja, das ist quasi hier. In der Zelle ist auch was. Also es ist völlig egal, was man da eigentlich nimmt. Eigentlich kann es da einfach bleiben, wo es ist. Es muss nicht Zentimeter genau sein. Also ich habe einen geeigneten Standpunkt vielleicht gefunden. Ich würde da jetzt nochmal näher ranzoomen. Macht. Es ist völlig egal, welchen Punkt man hier auswählt. Von mir aus kann es auch einfach keiner sein. Aber ich habe mich jetzt für einen entschieden und ich nehme den jetzt einfach. Aber bringen tut das gar nichts. Brunnenhaus, Trinkbrunnen. Wir bleiben bei Fontäne. Und weiter. So, sorry, dass das so aufwendig ist. Machen wir das New wieder weg. Zack. Damit es euch nicht bei der Ansicht stört. So, hoffen wir mal, dass nicht nochmal sowas kommt. Kuhpforte. Es ist eine Infotafel, geschichtlich angehaucht. Informationen von dem Ort. Definitiv ein Wayspot, da kann man nichts sagen. Können wir hier erkennen, wo das sein soll? Leider nicht. Also das Umgebungsfoto scheint irgendwie nicht hilfreich zu sein. Ich kann die Tafel hier auf dem Bild nicht sehen. Das bringt mir leider nichts. Die Tafel ist nicht schon eingereicht worden, so wie es aussieht. Ich kann sie hier nicht sehen. Gut. Das ist schon mal gut. Schauen wir uns noch mal kurz an, wo ist das eigentlich? Aschaffenburg. Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, okay. So eine Tafel ist auf jeden Fall historisch und kulturell, weil wir uns für unsere Vergangenheit interessieren, optisch einzigartig. Es gibt jetzt nicht unzählige solcher Tafeln, auch wenn es mehrere gibt, dürfte man jede einreichen. Sicherer Zugang, kann ich nicht sagen, aktuell. Ist leider so, weil das Umgebungsfoto schlecht eingereicht worden ist. Ob es dort ist, weiß ich auch nicht. Kann ich denn anhand der Tafel feststellen, dass es dieser Ort ist? Wahrscheinlich schon. Hier, Markt Groß Ostheim. So, schauen wir uns nochmal auf der Karte um. Groß-Ostheim. Der Ort heißt so, also kann ich 3 Sterne dafür geben. Es ist auf jeden Fall derselbe Ort, also gehe ich auch davon aus, dass es richtig eingereicht worden ist. Und das ist eine Information. Absenden. Nächstes. So, was haben wir hier? Jesus an der Wand, Jesus-Denkmal. Ja, das Problem ist, es könnte ein Privathaus sein. Und was willst du mir mit diesem Umgebungsfoto eigentlich zeigen? Tja, nicht sehr hilfreich. Hilfreich wäre halt,
wie immer, aber die meisten von euch wissen das, dass einfach das Objekt auch auf dem Bild drauf ist. Sonst kann man das ja überhaupt nicht vergleichen. Duplikat haben wir hier nicht. Was ist denn das? Mahnmal. Ah ja, okay. Ja gut, das sind Blumen unten drunter. Das macht Sinn. Tja. Kann man hier irgendwie sich die ganze Sache noch ein bisschen anders ansehen? Komisch, ich kann hier nicht mal auf 3D-Ansicht wechseln. Interessant. Ich dachte, das geht irgendwie immer, auch wenn das so platte Bilder sind. Okay. Ja, zu wenig Anhaltspunkte. Könnte ein Privathaus sein. Kann man alles nicht erkennen. Ich gebe 3 Sterne, weil ich es einfach nicht weiß. Nicht hundertprozentig weiß. Auch zu wenig Anhaltspunkte habe. Auch, dass ich erreichen kann, ich nicht hundertprozentig bestimmen. Zu wenig Informationen. Und der Standort hundertprozentig stimmt, kann ich auch nicht sagen. Da würde ich jetzt lieber 1 Stern sagen. Es könnte privat sein und deswegen möchte ich auch lieber hier 1 Stern geben. Ja. Es ist eine Statue, könnte privat sein und deswegen diese Bewertung. Nächstes. Mal zurück zur Startseite. Wie viel sind es denn noch? Bestimmt noch 5 oder so, ne? Ja, es sind genau 5. Also, wieder zurück in die Bewertung. Einen Spielplatz. Oh, der Spielplatz sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber man sieht ja deutlich, dass das einer ist. Das sieht etwas merkwürdig aus, ganz ehrlich. Es ist in der Schweiz, okay. Dafür, dass es in der Schweiz ist, wundert mich die Sprache des Titels und der Beschreibung. Ich würde da mal trotzdem 5 Sterne geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Beschreibung und der Titel jetzt nichts Unanständiges ist. Ah ja, das sieht besser aus. Aha. Komisch. Ganz andere, als wären die Dinger hier überdeckt worden oder so. Keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Wo ist denn das eigentlich in Frankreich? Ist das denn überhaupt an der Grenze? Und es ist unterhalb von Basel, okay. In Frankreich. Entschuldigung. Natürlich, ja gut, es ist an der Grenze zu Frankreich. Von daher wird es wohl französisch sein. Aber es liegt noch in der Schweiz. Ja. Naja, so nah an der Grenze ist es nun auch wieder nicht, wenn man jetzt mal die A6 entlang fährt. Die Autobahn. Okay. So. Normalerweise sind Spielplätze kulturell und die sind optisch einzigartig. Sofern hier nicht nur Spielplätze hier zu sehen sind, ist das so. Es gibt halt viele Spielplätze. Und es können viele Spielplätze geben, sicher zu erreichen. Also wenn ein Spielplatz nicht sicher erreichbar ist, dann weiß ich auch nicht. Man kann hier sehr, sehr gut erkennen, dass das einer ist. Also geben wir ja auch 5 Sterne und man könnte es jetzt auch noch Spielplatz, wenn man Local Guide ist, könnte man jetzt hier Rechtsklick sagen und fehlenden Ort hinzufügen, tue ich nicht, weil die Autovervollständigung zu viele persönliche Daten anzeigt. Okay, nächstes. Dann sind wir jetzt bei letzten 4. Ein Kreuz. Diese Kreuze wurden immer angenommen, sofern sie nicht auf dem Friedhof stehen. Es sind Gedenkstätten quasi. Ja, es steht einsam an der Straße. Wenn hier ein Fußgängerweg ist, ist das in Ordnung. Ich glaube, das ist ein Fußgängerweg. Ja, also ich denke, das ist ein Fußgängerweg. Also von daher geht das in Ordnung. Wäre jetzt hier kein Fußgängerweg, dann wäre das nicht so schön gewesen. Wo ist das jetzt schon wieder? Ah ja, okay. Boah, ist immerhin fast in der Nähe von Straßburg. Ist jetzt nicht ganz so weit weg. Historisch-kulturell. Ja. Optisch einzigartig. Ja. Sicher zu erreichen.
Ja, haben wir gesehen. Können wir vielleicht uns jetzt hiervon nochmal überzeugen. Das ist aber da drüben. Das müssen wir uns genau ansehen. Ups. Dass man hier nicht scrollen kann. Was ist das da? Okay, ich muss mir das auf dem Street View nochmal genauer ansehen. Es ist hier. Besser an der Stelle. Ach, ist es das da, was ich da gesehen habe? Nee, kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß zwar nicht, ob das so gut ist, das so zu verschieben. Aber ich würde halt, es wäre halt schön, wenn es so funktionieren würde. Ah, es macht Sinn, ja, okay. Ich glaube, das hier ist die Bank. Okay, dann ist das hier irgendwie drunter. Man sieht es einfach nur super schlecht. Ja, ich denke, das passt ganz gut. Es ist ein Kreuz. Das gibt da, das gibt schon immer als Kategorie. Also von daher sollte das passen. Wir schauen noch mal kurz. Ich meine, es müsste jetzt noch drei. Drei, da habe ich mich vertan. Ja, eine Information, was für ein Baum das ist. Sehr schön, lehrreicher Inhalt, Informationsschilder, also Schilder mit lehrreichem Inhalt ist immer sehr, sehr gern gesehen. Kann es auch an sehr, sehr vielen Stellen geben. Von daher definitiv ein Wayspot. Sicherer Zugang. Ja, es ist so eine Mini-Park. Sehen werden wir das hier leider nicht. Ich kann den Ort leider nicht hundertprozentig zustimmen. Liegt aber vor allem daran, dass das Bild hier leider ein bisschen zu wenig Raum zeigt. Klar, ich sehe hier einige Häuser. Ja, also wir haben hier zwei große Häuser, zwei kleine Häuser. Da drüben ein Haus, das an der anderen Seite steht. Versuchen wir es mal darüber zu erkennen. Nö. Will ich jetzt so nicht sagen. Ich sehe hier vier einzelne Häuser. Das konnte ich jetzt auf dem Bild gar nicht sehen. Nö, ich bleibe bei einem Stern. Ich kann das so nicht erkennen. Vielleicht auf der anderen Seite, aber diese Flächen sehen so anders aus. Das sind ja alles Häuser. Hier, selbst diese kleinen Häuser hier haben ja einen Spitzdach und kein Flachdach. Das passt irgendwie gar nicht. Okay, lassen wir das so. Und eigentlich sollte man es anders bewerten. Man könnte jetzt sagen, nachträglich, nein, einen Stern, Ort und nicht übereinstimmter Ort. Fertig. Ohne Begründung kann man das aber angeben. Es war zu krass, dass es nicht gepasst hat. Eine Notfallbank in Pässe. Das sind LED-Streifen. Das Bild kommt woanders her. Scheint aus der Ferne eingereicht worden zu sein. Auch hier sieht man deutlich die LED-Streifen. Das wird wegen Fotoqualität abgelehnt. Foto, schlechtes Foto. Foto wurde vom LED-Monitor ab fotografiert. Das ist ein guter Zeitpunkt, um euch auch nochmal darüber zu informieren, dass das heutzutage jetzt auch nicht mehr wirklich möglich ist. Schauen wir gerade mal hier. Eins noch, okay. Es ist folgendermaßen. Früher war es so, dass ihr
egal ob Pokémon Go oder Ingress. Man konnte Bilder vom Monitor abfotografieren und den Standort so weit verschieben, wie man wollte. Man konnte sogar nach Spanien oder auf der anderen Seite von der Welt, scheißegal. Also man konnte wirklich x-beliebige Bilder fotografieren und einfach sagen, oh, das ist dort. Wenn man das glaubwürdig rübergebracht hat, hat man tatsächlich einen richtig krassen gefälschten Waysport eingereicht. Das ist nicht mehr möglich. Man kann den Standort nicht mehr nicht weiter als einen Kilometer verschieben, was total in Ordnung ist. Das heißt, wenn man etwas einreichen will, muss man einfach vor Ort sein. Natürlich könnten das jetzt noch Leute machen, die spoofen, aber wen interessiert's? Wer spooft denn schon? Wer das Spiel spielen will, kann sich ja an den Ort bewegen. Was soll das sein? Was soll das sein? Keine Ahnung. Was ist hier der Wayspot? Das hilft mir auch nicht weiter, okay. Vielleicht ein Community Center? Buhlplatz. Wieso sehe ich? Das soll ein Buhlplatz sein. Okay. Wenn die Franzosen meinen, dass das ein Buhlplatz ist, ich kann das nicht beurteilen. Ich überspringe das. Wir müssen aber jetzt nachgucken, was das jetzt genau bedeutet. Okay, das zählt nicht als bewertet. Okay. Gut, versuchen wir das hier. Ein Aldi. Ja, Unternehmen allgemein abgelehnt. Unternehmen allgemein. Supermarkt. Wow. Supermarkt. Fertig. Startseite. Wir sind durch. Hat jetzt leider ein bisschen länger gedauert durch das genaue Ermitteln von Verschiebung. Gott sei Dank ist das ja nicht mehr so einfach möglich. Früher war das halt, und ich denke, es wird noch viele, viele Änderungen geben in der Datenbank, die man bewerten kann, als es noch möglich gewesen ist, mit Level 0 in Ingress alles zu verschieben und zu bearbeiten. Das ist jetzt nur noch ab einem bestimmten Level möglich, was eigentlich auch ganz gut ist. Aber gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls nicht oder ihr habt irgendwas, was euch irgendwie überhaupt nicht passt oder ihr findet es toll, dass ich solche Videos immer mache, gerne in die Kommentare. Würde mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.